selbst unter Auslassung aller Organisationen nach Afrika zu fahren auf meine Kosten. Und das würde bedeuten, dass wir mindestens ein Dreivierteljahr oder gar ein Jahr kein Kind hungers sterben sehen. Ein denkwürdiger Moment. The key to the success was Carl's approach. He understood the value of listening. Dieses Operndorf, das gibt es ja und das macht verdammt gute Arbeit. Und deswegen wird dieses Operndorf Afrika heute ausgezeichnet mit dem Karl-Heinz-Böhm-Preis. Anne Lappens war nicht nur Stütze und Partnerin von Schlingensief auf dem Weg zum Operndorf, sondern gerade der Weg, den sie persönlich und eigenständig gegangen ist, ist besonders. Die Vision des Operndorfs ist einzigartig auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist quasi etwas wie ein Gesamtkunstwerk. Aino Labarez, ein großer Applaus. Wenn ich überlege, 2010 hat Christoph Schlingensief den Grundstein gelegt und nach seinem Tod haben wirklich viele das Operndorf im Prinzip tot gesagt. Ja, jetzt stehen wir hier, 8 Jahre später und bekommen Preis. Und ich glaube, das ist das, was mich halt einfach, ja, wirklich auch sehr rührt. Der Preis ist für uns einfach eine Bestätigung der letzten Jahre, die sehr intensiv waren, mit unglaublich viel Engagement einhergegangen sind und von sehr viel Kritik begleitet waren. Und das tut heute sehr gut, den Preis zu bekommen, um zu wissen, das hat alles seinen Sinn gehabt, das ist richtig gewesen. Für Menschen spricht es, dass man nicht nur in eigener Sache wirbt, sondern auch andere Initiativen vorstellen kann, die dem Motto gerecht werden, Afrika helfen, auf bürgerschaftliche und auf kreative Weise. Man könnte sich auch fragen, wie kommt man auf spendensammelnde Organisationen auf die dumme Idee oder auf die verrückte Idee, eine weitere spendensammelnde Organisation, nämlich das Operndorf, auszuzeichnen. Da könnte man doch sagen, das ist doch eine Konkurrenz. Nein, nein, das ist überhaupt keine Konkurrenz. Wir müssen gemeinsam die Aufmerksamkeit für das Thema voranbringen und, glaube ich, eine Komplementarität der Arbeit können wir gemeinsam die Aufmerksamkeit erhöhen, müssen deswegen ganz andere Partnerschaften schließen, als wir vielleicht bisher gesehen haben. Und diese Initiative hat irrsinnig viel auch gemeinsam mit unseren Wurzeln. Sie sind beide gegründet worden von einem Künstler mit sehr viel Empathie. Sie spenden, je mehr, desto höher ist die soziale Rendite. Unsere Stiftung kann in Äthiopien Schulen bauen, kann Wasserbrunnen bohren. Herzlich willkommen zur Preisverleihung. So wie vielleicht für manche das Operndorf etwas Unmögliches war, als sie zum ersten Mal von der Idee gehört haben, es mittlerweile aber Realität ist, können Zauberer für spielerische Zwecke Unmögliches Realität werden lassen. Und das wäre zum Beispiel, wenn sich in dieser Zitrone ein 10-Euro-Schein befindet. Was mir gefallen hat, ist, dass es so einen humoristischen Teil gab, der das Ganze ein bisschen aufgelockert hat, aber glaube ich nicht das Ziel verfehlt hat. Ich fand es ganz toll, dass dieses Operndorf diesen Preis bekommen hat in diesem Jahr, weil es auch von der Idee in die ähnliche Richtung geht wie bei Menschen für Menschen. Und dass man das so quasi zusammen nimmt und zusammen spielt, fand ich ein ganz schönes Konzept für heute. Da wohnt das Krankenpersonal.